Es wird langsam kalt in Deutschland und es ist Zeit, sich warm anzuziehen. Ja Leute, ich grüße euch zu einem weiteren Video hier bei Outdoor-Ausrüstung TV und möchte euch heute meine Wollunterwäsche näher vorstellen, besser gesagt Morino-Wollunterwäsche. Richtig hochwertiges Material, was ihr hier seht. Diese Unterwäsche, die ich anhabe, die ist von der Bundeswehr. Die kann man auch im Internet gebraucht erwerben, zum Beispiel bei Amazon oder bei eBay, oder ihr kauft es direkt bei der Firma Woolpower, heißt die nämlich. Könnt ihr das auch direkt bestellen, sogar in verschiedenen Farben. Ja, und ich bin ganz begeistert von dieser Kleidung, weil aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich hält die sehr warm. Also dieses, das ist schon fast ein Pullover, dieses Longsleeve hier, das hält richtig angenehm warm, ist ganz flauschig und besteht nicht nur aus reiner Wolle, sondern es ist also ein Mischgewebe und ich konnte es auch nicht glauben am Anfang, aber es ist bis 60 Grad waschbar. Allerdings mache ich das nicht, also da bin ich dann doch lieber etwas vorsichtiger. 40 Grad wasche ich das hier. Ich habe das gewaschen. Man soll es nicht aufhängen, besser legen, damit es sich nicht in die Länge zieht durch das Wasser, aber das war hier ruckzuck wieder trocken. Und ich habe also früher angefangen mit reinen Wollsachen. Da habe ich mir das noch nicht hier gekauft, da kannte ich das noch gar nicht. Da habe ich mir einfach hier Schuhwolle, das ist so ein Schuhwollhemd. Das habe ich ganz am Anfang von meiner Outdoor-Karriere, hatte ich das. Ist auch sehr warm, aber im Laufe der Zeit durchs Waschen wird das natürlich immer dünner. Es ist auch nicht verfilzt, aber es ist nicht mehr so flauschig, wärmt dadurch nicht mehr so gut. Ist ein bisschen ausgeleiert, sage ich mal. Und war vom Preis doch auch schon recht hoch. Also die Schuhwollsachen sind schon teuer. Ja, ich war damit natürlich auch zufrieden. Aber das hier ist natürlich, es entwickelt sich alles weiter. Das hier ist dann schon ja, richtig neuer, moderner. Und wie gesagt, die Bundeswehr hat das hier auch. Hat hier also einen schönen hohen Kragen. Fühlt sich wunderbar an, auch auf direkter Haut, auch tagsüber. Allerdings, wenn ich dann mit schlafe, im Schlafsack drin, mit nackter Haut drunter, dann kratzt es ein bisschen, dann juckt es ein bisschen. Gerade hier im Rückenbereich, also da drin, ohne Unterhemd zu schlafen, ist für mich, da schlafe ich nicht so gut, weil es mich ständig so juckt und kribbelt. Ich löse das jetzt einfach so, wenn ich weiß, ich bin draußen unterwegs und schwitze nicht stark, dann ziehe ich hier halt so ein stinknormales, weißes Rip-T-Shirt Baumwolle an. Allerdings mein absoluter Tipp, wenn ich länger draußen unterwegs bin oder mich anstrenge auf einer Wanderung, ziehe ich null Baumwolle an. Ich hatte letztens wieder hier ein Baumwoll-T-Shirt drunter. Kann ich überhaupt gar nicht empfehlen, Baumwolle. Saugt sich mit Wasser voll und dann geht gar nichts mehr. Dann fängt man sofort an zu frieren. Das war vor ein paar Tagen, waren wir unterwegs. Und ja, dann war es warm, dann ziehe ich mich aus. Aber dennoch war mir fröstlich kalt, weil die das bisschen Feuchtigkeit vom Schweiß, das speichert die Baumwolle so stark und da geht gar nichts, es trocknet nicht ab und dann fängt man sofort an zu frieren. Also ist meine Empfehlung, unter diesem Woolpower ruhig so ein günstiges Synthetik-T-Shirt, hier so ein Funktions-T-Shirt anzuziehen. Es muss jetzt kein hochwertiges von Falk sein oder sonst was, es kann ein billiges sein von irgendeinem Discounter oder sonst irgendwoher. Hauptsache, es ist keine Baumwolle, wo die Wärme, wo die Feuchtigkeit drin gespeichert bleibt. Das ist total blöd, denn dieses Kleidungsstück hier, das wärmt erstens mal, auch wenn es feucht ist, hat es immer noch wärmende Eigenschaft, die Wolle, aber es trocknet auch schnell ab. Also ich hatte das gewaschen, es kam aus der Waschmaschine raus, es war ruckzuck wieder trocken. Und jetzt auch hier draußen, wenn ich unterwegs bin, ein bisschen Schwitz am Rücken, hier luftig rumlaufe, das trocknet schön ab, das speichert die Nässe nicht, dann wird nach außen weggeleitet. So, ganz toll hier. Ganz praktisch, also da kann ich mich richtig dran gewöhnen, ist richtig schön flauschig hier immer, so Pulswärmer. Hier kann ich den Daumen durchstecken, sitzt richtig gut. Hier der schöne hohe Kragen und was auch ganz toll ist, meine Kamera ein bisschen runter hier, dass das Ganze hier hinten etwas länger ist. Geht also hier über den Po drüber, ist hier hinten etwas länger geschnitten, so dass wenn ich das dann in die Hose stecke, dieses T-Shirt, dass es mir schön über die Nieren geht. Denn über Rücken, Nieren, da friert man dann doch auch schon sehr leicht. So, dazu gibt es auch noch eine lange Unterhose. Und da jetzt nochmal der Hinweis, müsst ihr ein bisschen schauen, wenn ihr nach diesen Sachen sucht. Gerade im Internet wird viel Gebrauchtes angeboten,
aber lest genau durch. Oft die älteren Bundeswehrsachen, die sind auch noch in so einem dunkleren Olivgrün, die sind aus Baumwolle. Da steht zwar auch Plüsch drauf und so weiter. Mag sein, dass das auch wärmt, aber sobald die Baumwolle nass wird, sobald ihr da drin schwitzt, könnt ihr das vergessen. Und ihr könnt die Sachen auch schwer, wenn ihr draußen in der Natur seid, wieder aufhängen und trocknen. Das trocknet ganz schwer, außer ihr habt ein Lagerfeuer. Da sind wir wieder beim anderen Thema. Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Wenn ihr ein Lagerfeuer habt und habt nasse Baumwollsachen, dann könnt ihr die super am Lagerfeuer trocknen. Weil Baumwolle ist natürlich bei Hitze absolut gar nicht empfindlich. Da habe ich schon Baumwoll-T-Shirts hier direkt über der Glut Steam-Dampf getrocknet, einfach über die Glut gehalten, immer so leicht geschüttelt, geguckt, dass die Luft da so dran kommt und dann ist das abgedampft in 0,0 nix. War das Baumwoll-T-Shirt trocken. Da muss ich natürlich hier bei den Wollsachen aufpassen, bei Synthetik noch mehr. Bei Synthetik, da darf keine Hitze dran kommen vom Feuer, von der Glut. Da schmilzt mir das sofort weg. Das ist natürlich ein bisschen der Vorteil bei Baumwolle. Deswegen trage ich gern oben drüber hier so Baumwoll, nicht die jetzt, aber Baumwolljacken eben, weil die sehr robust sind. Aber ja, vielleicht mache ich nochmal ein Video zu Jacken. Wenn ihr das möchtet, zeige ich euch nochmal meine Outdoor-Jacken. Ich meine, ich habe viel von meiner Outdoor-Ausrüstung euch gezeigt. Es kommt bei mir auch nicht jetzt ständig immer was Neues dazu. Ich hoffe, es geht mit dem Wind wieder, wenn es rauscht. Wie gesagt, es windet sehr stark. Es kommt bei mir auch nicht ständig immer was Neues dazu, sondern ich habe halt meine Sachen und mache immer im Laufe der Zeit mehr Erfahrung damit. Stoße manche Sachen ab, weil sie nichts taugen. Und manche neue Sachen kommen dazu. Ich habe jetzt nicht so viel Outdoor-Ausrüstung, wo ständig neu und so. Deswegen, ja, was will ich damit sagen? Dass ich euch nicht immer gleich das Neueste präsentieren kann. Ich zeige euch halt das, was ich habe und spreche eben darüber. So, jetzt machen wir noch hier. Socken gibt es natürlich auch. Hier Socken, Wolle, Merino-Wolle und Polyamid. Auch 60 Grad waschbar. Das ist schon echt der Hammer. Super Qualität. Schön flauschig, weich, angenehm zu tragen und schön warmer jetzt gerade. Halt, es ist so angenehm auf der Haut. Es wärmt so schön, es ist so weich und überhaupt gar nicht mehr kratzig, so wie man es vielleicht meinen könnte für den älteren Baumwoll, Schuhwollsachen. Also optimal, super. Okay, ja, genau, das ist eigentlich das alles zu der Unterwäsche. Also ich kann euch die sehr empfehlen. Dieses Longsleeve hier, Merino-Wolle plus lange Unterhose. Die lange Unterhose ist nämlich absolut top, wenn ihr abends da unterwegs seid, schlaft im Schlafsack, dann dieses Teil hier anziehen, die lange Unterhose anziehen, habt ihr es richtig schön weich, gemütlich im Schlafsack und auch morgens, wenn ihr aufsteht, kühlt ihr nicht sofort aus, sondern ihr habt so eine angenehme Wärme auf eurer Haut. Ihr habt da noch eine Jacke drüber hier. Ja, ich habe jetzt hier schon einiges an. Hier unten runter T-Shirt, Merino-Wolle, hier Vlies. Pulli und dann auch hier diese Softshell-Jacke mit Kapuze, was auch sehr gut ist. Ja, und wenn ich länger unterwegs bin bei Touren, dann wechsle ich manchmal hier zwischen Softshell-Jacke. Die wärmt nicht gut, muss ich dazu sagen. Also sie hat kaum wärmende Eigenschaft, nur ein bisschen am Rücken. Da wechsle ich zwischen meiner Baumwolljacke und ziehe unter die Baumwolljacke noch so eine gefütterte Jacke unten drunter. Aber das seht ihr dann, wenn dann die Tour-Videos kommen, wenn ich unterwegs bin. So, fällt mir noch was Wichtiges ein. Nee, eigentlich nicht. Also die Sachen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wolle, Merino-Wolle sind echt tauglich. Baumwolle, wie gesagt, nicht so gut. Wenn man schwitzt, dann trocknet es nicht. Und ja, dann fängt man leicht an zu frieren. Ja, hier noch Wollmütze auf dem Kopf, ist auch super. Was ganz toll ist, habe jetzt hier einen Schemack. Schemack nehme ich nicht so gerne, ist mir fast schon zu groß. Immer dieses ganze Gebaumel da. Aber ist auf jeden Fall gut tauglich für mehrere Sachen. Ja, aber jetzt hier im Herbst, Winter, ganz wichtig hier, was um den Hals, so ein Halstuch. Das bringt nämlich insofern viel. Ich nehme gerne mein BW-Dreieckstuch. Das habe ich hier. Das bringt insofern was, weil, wenn ich hier oben zumache, staut sich die Wärme hier drin. Habe ich festgestellt, wenn ich ein Halstuch trage, ist mir noch wärmer. Die Wärme bleibt hier drin schön gestaut am Körper. Also ein Halstuch bringt auch noch etwas mehr Komfort, wenn man sich das hier um den Hals herumbindet und hier alles schön dicht macht. Okay, das war's jetzt aber. Mehr fällt mir nicht ein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, beim nächsten Ausrüstungsvideo, wenn ich euch was zeige. Genau, ich habe da nämlich noch meine Zutaten, Dosen und Taschen, was ich euch zeigen möchte, wo ich das drin lagere. Aber das im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüssle.